Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch-Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.3. Ja, wir sind gerade dabei, Fahrzeuge mal zurück zum Hof zu bringen, ein bisschen aufzuräumen und uns dann um Produktionen zu kümmern, Paletten zu verteilen und so weiter und so fort. Der Big M hat durchdrehende Reifen, hat keine durchdrehenden Reifen mehr. Ah, der wird wohl auf irgendeinen Ballen aufgefahren sein wahrscheinlich. Der Big M hat gerade die Ultima hinten dran und presst mir schön Silageballen auf dem Grasfeld. Das geht echt super. Ganz toll. Dauert zwar ewig, aber stört mich ja nicht weiter. Ah, ich lasse ihn einfach fahren. Und boah, irgendwann ist er fertig. Vielleicht auch nicht, aber doch, irgendwann ist er fertig. So, ah, den Dodge habe ich da ja auch ganz toll hingestellt. Voll in den Weg. Aber macht nichts. So. Wir fahren jetzt mal hier so hin, dass wir die Fahrzeuge mal alle tanken können und waschen können vor allem. Ja. Schön waschi-waschi machen wieder. Auch, dass ich die reparieren kann, die Fahrzeuge. 207 Euro, so ein dämliches Frontgewicht reparieren. Was soll denn da dran kaputt gehen? Mein Gott. So. Ja. Jetzt vielleicht ein bisschen aufwendig, aber man ist ja auch fast nicht dreckig. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen jetzt mal schön alle Fahrzeuge sauber und reparieren die auch gleich. Umso weniger. 45.000. Da kann ich mir einen neuen kaufen. Das ist ja heftig. So. Nummer 1. Fertig. Den bringen wir gleich weg. Stellen den auch gleich vernünftig ab. Oh. Ja, ich bin das nicht gewohnt, dass die ja mitlenken mit ihrer Hinterachse. Also hier aus dem Spiel bin ich natürlich schon gewohnt, aber aus dem echten Leben nicht, von früher. Sich tatsächlich noch relativ regelmäßig häufig so. Habe ich ihn jetzt gemacht. Habe ich ihn aber ganz dämlich reingestellt. Ja, das ist der Vorführeffekt, ne? So, wunderbar. Steht drin. Die anderen hat es ein bisschen verschoben. Egal. Mal alle schön hier nebeneinander hin. Ja, der Big M ist auch fertig.
Aber 36.000, egal. Den tanke ich nur schnell, der ist gar nicht so dreckig. Der ist auch, fast voll spritmäßig, den hatte ich erst getankt scheinbar. Aber der hier, der sieht ja aus wie Schwein. So, nehmen wir erstmal den Follow-Me-Mod raus. Dann fahre ich den hier eben schnell. Mein Tisch fällt hier auseinander. Geht ja noch. Ja, auch der ist repariert. Und er tankt. Und ich kann mich hier nicht bewegen. Enge fest. Oder auch nicht. Ja, den Big M müssen wir gleich mal gucken, wo wir den hinstellen. Wo wir als nächstes was mit ihm machen. Erstmal machen wir hier ein bisschen sauber. Auch den Auflieger. Wir müssen auch unbedingt Milch wegbringen. Ich weiß gar nicht, wie viel 100.000 Liter Milch ich im Lager habe. Im Kuhstall. Unbedingt. So. Ja, und die Lanze, die lassen wir mal hier. Brauchen wir ja im LKW jetzt nicht wirklich. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich denn jetzt noch weitere Auflieger stehen habe. Hier stehen zwei. Ja, ja, dann nehme ich die doch. Nehme ich doch gleich die beiden. Dann lasse ich den hier einfach mal hier stehen. Wo auch immer der zweite davon ist. Echt? Oh Mann, ey, was ist denn heute mit mir los? Fahrtechnisch. Bin doch nicht betrunken, ey. Wünschte, ich wäre es. Dann würde das ja was, würde es ja erklären, aber... Ja, ich weiß jetzt nicht, wo hier der zweite von ist. Macht aber nichts. Wir haben da vorne eher ein komplettes Gespann stehen. Den stellen wir dann einfach mal hier hin. Schnappen uns dann hier vorne dieses Doppelgespann. Und ich meine, dass es dafür einen Kurs gibt. Für Hackschnitzel zur Zellstofffabrik. Nö, das nicht. Hoflager, Hofholz. Wir können zumindest den schon mal bis zum Lager schicken. Ah, der muss ja nicht...
will jetzt keinen neuen Kurs einfahren, so selten wie ich mal Hackschnitzel wegbringen muss. Lohnt sich das jetzt dafür nicht, einen neuen Kurs einzufahren. Der Dolly steht hier auch gut im Weg. So. Hackschnitzel. Jede Menge Hackschnitzel. So, was hatten wir noch? Wir hatten hier ein... Ach. Da ist noch Stroh drauf. Da fahre ich doch gleich mal einen Kurs mit ein. Ne, fahre ich jetzt keinen Kurs mit ein. Kurs müsste ich damit einfahren, wenn der... Ja, wenn der leer wäre. Müsste ich ohne Anhänger einfahren. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das machen wir nächstes Mal, wenn wir hier wieder ernten. Und das hier bringen wir jetzt auch nicht zu den Eiern. Sondern bringen wir hier zur... Mischfutterfabrik. Damit wir da noch ein bisschen mehr Vorrat haben. Weil Mischfutter müssen wir auch unbedingt produzieren. Auch ganz klar, ne? Geht's überhaupt unseren Tieren? Den Kühen geht's gut, die haben alles. Die Schafe haben auch alles. Schweine haben wir noch nicht. Ja, ist doch wunderbar. Dann kann man bald mal anfangen, Schweine zu kaufen. Ups, man soll auch hingucken, wo man hinfährt. Zum Glück spiele ich ohne Gräben. Ja, meh. So, wie viel Wolle steht da denn? Ist Wolle voll? Nö, Wolle ist noch nicht voll. Alles gut. Brauche ich mir noch keine Gedanken drüber machen. Den Big M könnte ich gleich mal umsetzen. Und zwar würde ich den, glaube ich, dann schon mal Richtung Rinderhof umsetzen. Weil am Rinderhof bin ich ja auch ganz gerne anfangen, dann mal Rinder zu züchten, ne? So. Tanken. Sauber machen wir den später. Machen wir den hier noch voll. Ja, voll machen. Sauber machen. Der hat überhaupt kein Frontgewicht. Habe ich mal irgendwo verloren. Wo auch immer das jetzt noch rumliegen war.
ist auf jeden Fall nicht hier. Ich weiß auch gar nicht, wie weit die Brauerei ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Schnaps ich noch produziert habe in der Brennerei. Mann, 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 ich bin vollkommen uninformiert, kann man sagen. Jetzt, wa? Boah, das ist teuer. So, wegfahren tun wir den gleich. Erstmal bringen wir ihn hier auf den Weg. Der müsste ja jetzt voll sein mit 180.000 Liter, ja. Fährt er. Boah. Soll wohl. Wir springen mal in den Big M. Der hier steht. Wir fahren dann mal darunter. Aber soll es jetzt mal nicht tangieren. Wir fahren jetzt mal runter Richtung Rinderhof und machen da mal ein bisschen Silage. Muss nur mal gucken. Wie kam ich denn da noch am besten hin? Durch, oder? Wie war das? Ja. Der heizt auch ganz schön, der Big M, muss man sagen. Ne? Kann man jetzt nicht anders sagen. Felder muss ich noch kaufen. Auch am besten unten irgendwo beim Rinderhof noch was. Aber das gucke ich mir dann später an. Bin mal gespannt, was hier denn noch hinkommt. Was hier denn in Bau ist, sozusagen. Da hätte ich ja schon rauffahren können. Die Frage, ob ich mir dann irgendwann noch ein Big M kaufe und noch eine Ultima. Das ist ja recht problemlos gelaufen, muss ich ja sagen. Ja, cool. So, erstmal hier Rinderhof gucken. Okay. Hier ist eine Lagerhalle, sehr schön. Da sind die Ställe. Düngerproduktion. Saatgutproduktion auch, oder wie? Beides, sehr geil. Ich meinte doch, dass hier hinten eine Durchfahrt ist. So. Und dann stellen wir den nämlich mal hier hin. Das ist das Grasfeld. Kann ich da so gar nicht erkennen. Das da besser erkennen. 16.
mal eben mitten drauf stellen. Das wird dann die Nummer 116. Wenn meine Grasfelder alle bei 100 an, sozusagen. So. Jetzt einfach mal hier hin. Dahin dann. Startposition. Vorgewende. Feldinseln umfahren. Hat er denn Feldinseln? Weiß ich nicht. Ja, ja, das dauert, das dauert, das dauert. Ja, da bin ich mal gespannt. Grasfeld 16. Weg M. Ja, Wendekreis, schau mal ein bisschen höher ein. So. Und jetzt kann der erstmal ein paar Tage hier Silo machen. Wie das weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar oder ein Like. Abonniert mich. Und ja, ansonsten schaltet gerne bei der nächsten Folge heute Nachmittag wieder ein. In diesem Sinne sage ich ciao.